Kurz vor dem Early Access Start hat uns Envision noch ein kleines Update zu den Antagonisten auf den Pagonischen Inseln gegeben, die durch die Heimsuchung unbekannter Herkunft euch das Wuselleben schwerer machen werden. Daher alle frischen Details zu Kampfsystemen und Gegnertypen in den heutigen Pagonia News. In wenigen Tagen startet Pioneers of Pagonia in den Early Access auf Steam und vermeintlich liegen alle Karten auf dem Tisch. Dem ist aber tatsächlich gar nicht so, weswegen wir mal einen genaueren Blick auf einen dieser Punkte werfen, nämlich das Kampfsystem und die Gegner im Spiel. Grob gesagt lässt sich das Kampfsystem sehr gut mit dem aus die Siedler 1 und 2 vergleichen. Anders als in den geistigen Vorgängern klickt ihr aber nicht gegnerische Militärgebäude an und wählt anschließend mit wie vielen Truppen ihr vorstürmen möchtet, sondern wählt strategische Patrouillenpunkte auf der Karte, von denen eure Truppen bei Feindkontakt dann automatisch in den Angriff oder die Verteidigung übergehen. Der größte Unterschied ist aber, dass jeder Feindtyp eine entsprechende Countereinheit erfordert und eure Gegner in drei unterschiedlichen Stufen daherkommen können. Je höher die Gegnerstufe, desto mehr eigene Einheiten werden benötigt, oder je höher muss die eigene Kampfkraft vorher ausgebaut sein. Kampfkraft erlangt ihr, wie in den letzten Pagonia News schon erwähnt, über das Anhäufen von Kupfer oder besser Silbermünzen in eurer Schatzkammer. Der vermeintlich leichteste Gegnertyp sind die Diebe. Diebe haben es auf wertvolle Ressourcen aus deinen Lagern abgesehen und sind nicht so einfach zu entdecken, da sie sich als Träger tarnen können, wie man es zum Beispiel aus Die Siedler 4 kennt. Als passendes Gegenmittel müsst ihr ihre Lager angreifen und vernichten oder die Waldläufer in der Abenteuergilde ausbilden, die deren Tarnung auffliegen lassen können. Hingegen sind Banditen gerissene Schwertkämpfer und somit eine größere Bedrohung für eure Siedlung. So schlagen sie nicht nur eure Träger, sondern auch eure Kundschafter in die Flucht, was euch oft in einen militärischen Konflikt mit ihnen zwingt, für welchen ihr Schwertkämpfer benötigen werdet. Fabelwesen wie die Werwölfe können falsch kombinierte Truppen wie auch alle anderen Pagonier in eurer Siedlung beißen, was diese dann selbst zu Werwölfen werden lässt und sich so zu einer vernichtenden Spirale hochschaukeln kann. Abhilfe schafft ihr hier mit den sogenannten Furchtlosen, die ihr obendrein mit Silberwaffen ausstatten müsst, um der Pandemie Herr zu werden. Und aus zerbrochenen Grabsteinen können aber auch Geister und Gespenster hervorsteigen, wenn ihr eure Landesgrenze zu nah an diese herangegraben habt. Wie diese besiegt werden, möchte man von Devs Seite noch nicht verraten, da ihr aber auch Zauberer und Hexen ausbilden könnt, sollte die Sache relativ klar sein. Je nach anliegendem Gegnertyp hat das somit auch Auswirkungen auf eure Wirtschaft, die sich dementsprechend anpassen muss und dann im Endeffekt die richtigen Rüstungen und Waffen an das Militär ausliefert. Bereits am 7.12. darf ich ab 18 Uhr mit euch in die Release-Version reinspielen. Wer sich also gerne vorab noch tiefer informieren möchte, darf dann gerne bei mir auf Twitch reinschauen, wie ich von den Werwölfen zerpflückt werde. In diesem Sinne, weitere News zur Map-Generation, den neutralen Fraktionen und sogar einer neuen Roadmap sollen in den kommenden Tagen folgen. Also gerne Abo da lassen, damit ich euch weiter informieren kann bzw. euch diese News dann auch erreichen. Bis zum nächsten Mal.